There is a grandeur in this view of life, with its several powers, having been originally briefed into this few forms or into one. And that, whilst this planet has gone cycling on according to the fixed law of gravity, from so simple a beginning, endless forms most beautiful and most wonderful have been and are being evolved. Ein Zitat von Charles Darwin, On the Origin of Species. So, nun wüssten wir immerhin, wo der kryptische Albumtitel des achten Nightwish-Werks herrührt. Gemeint ist unter anderem die unendlich große Artenvielfalt dieses Planeten, die sich über Jahrmillionen in der Evolution entwickelt hat. Tuomas Holopainen, Bandkopf und Hauptkomponist fast aller Nightwish-Lieder, wollte als Kind Biologe werden, hat sich seit jeher für die Natur und ihre Entwicklung interessiert. Ähnliches gilt etwa auch für Bassist und Sänger Marco Hietala. Endless Forms Most Beautiful bedient nicht nur ein loses Konzept über die Entwicklung dieses Planeten, sondern ist auch im Ganzen eine gewisse Zensur im Bandkatalog. 4 Jahre liegt das nicht minder thematisch ambitionierte Vorgängerwerk Imaginarium zurück. Es wurde viel getourt, sogar einen Fantasy-Film gedreht und eine ganz kleine Begleiterscheinung, die Sängerin ausgetauscht. Annette Olsen, die seit 2007 an Bord des finnischen Schiffs war, hat die im Oktober 2012 noch als Quintett formierte Gruppe einvernehmlich verlassen. So hieß es zumindest in der damaligen Pressemeldung des Bandmanagements. Wäre so etwas nicht ohnehin ein tiefer Einschnitt, war auch noch der Zeitpunkt äußerst ungünstig. Inmitten der Nordamerika-Tour musste rasch ein Tourersatz am Mikrofon gefunden werden. Und wie wir heute, im Jahr 2015, wissen, ist Floor Jansen mehr als das geworden. Die Band und sie selbst sind sich seit Anfang der 2000er Jahre bekannt gewesen, damals noch im Rahmen Jansens ehemaliger Band After Forever, die mit Nightwish einige Tourkonzerte gespielt hat. Ganz oben hätte sie auf der Liste der Favoriten für den Tourersatz gestanden, konnte man vernehmen. Im Jahr 2013 dann, mit der Veröffentlichung des Wacken-Konzerts auf DVD und Blu-ray, wurden Jansen und Troy Donockley, Alien Pipes und so weiter, zu festen Bandmitgliedern. Elan, die erste Single der ersten Platte mit Jansen und Donockley und somit erstmals auch als Sextett, erschien im Februar 2015. Später wurde mit Shudder Before the Beautiful der Opener des Albums veröffentlicht. Von Journalisten, die bei Pre-Listening-Sessions dabei waren, konnte man bereits im Vorfeld einiges vernehmen. Das bislang härteste Nightwish-Album sei es. Floor Jansen nutze ihre große technische Vielfalt durchaus. Klassisch-lyrischer Gesang im Stile Taija Turunens sei aber kaum bis gar nicht vertreten. Nach einigen Hördurchgängen, die, das sei vorab gesagt, dieses Album nicht nur verdient, sondern auch benötigt, allein ob der Länge über die Stundenmarke hinaus, kann ich mich diesen Punkten zum Teil anschließen. Endless Forms Most Beautiful wirkt auf mich allerdings nicht wirklich wie das bisher härteste Nightwish-Album. Nightwish waren für mich aber ohnehin nie eine Band, die Metal zum Selbstzweck verwendet, sondern songdienlich arbeitet. Es ist durchaus ein typisch hartes Album. Streckenweise erinnert es mich an Once, Dark Passion Play oder sogar punktuell Wishmaster-Zeiten zurück. Vielleicht kommt dieser Eindruck auch auf, da mit Or Decades in the Sun tatsächlich nur eine waschechte Ballade vertreten ist. Songs wie Alpenglow oder Edema Rue sind andererseits auch mit E-Gitarren gespickt, aber im Ganzen nicht auf klangliche Härte ausgelegt. Generell ist das Album ein auffallend hellklingendes, positiv wirkendes Werk. Nicht nur das naturwissenschaftliche, lose Konzept zwischen den 11 Songs ist ein Kontrast zur Fantasy-Welt Imaginariums, sondern auch die Atmosphäre der Stücke. Das mag man beim Betrachten des Cover-Artworks kaum denken, aber bereits Shudder Before the Beautiful verströmt mit seinem an Dark Chest of Wonders erinnernden Groove eine optimistisch frische Wirkung auf mich. Diese hält sich dann auch über die gesamte Laufzeit hinweg. Über härtere Songs wie Weak Fantasy, Yours is an Empty Hope, einer meiner bisherigen Favoriten, oder den Titeltrack hinaus, bis hin zu ruhigeren, verhalteneren Liedern wie Elan, das mitnichten absolut repräsentativ für das Album ist, wie schnelle Zungen unter YouTube-Videos sofort nach einer halben Millisekunde meinten, oder auch Alpenglow sowie Edema Rue. Wie schlägt sich Floor Jansen? Auch hier gilt das, was ich vorhin über den Metal-Aspekt sagte. Sie singt songdienlich, aber stets anmutig und sicher. Dieses Gefühl einer gewissen Anmut ist für mich unter anderem ein wesentlicher Unterschied zum Gesang Olsens, dem ich durchaus auch nicht abgeneigt war. Jansen singt hier vorwiegend sanft,
hat aber auch einige Stellen für sich gepachtet, in denen sie druckvoll klingt, lyrisch singt oder sogar screamt und growlt. Beides übrigens im Song Yours is an Empty Hope zu finden, der mich partiell an Romanticide erinnert und mit Floors stellenweise sehr aggressiven Vocals doch eine frische Note im Klangbild der Band ist. Auffällig ist auch, dass die Band Nightwish als solche wieder mehr im Vordergrund steht. Zwar schallt das Orchester durchaus ambitioniert durch die Röhren, ist aber weniger bombastisch als etwa auf den beiden Vorgängerwerken ausgefallen. In Shudder Before the Beautiful etwa kann man nicht nur die Stimme Richard Dawkins hören, seines Zeichens bekannter britischer Biologe und Philosoph, sondern auch, man glaubt es kaum, ein Keyboard-Solo Holopainens und ein Gitarren-Solo Vuorinens. Ja, die Synthesizer sind auf diesem Album wieder deutlicher vertreten, etwa auch in Alpenglow. Mit The Eyes of Shabbat Gula ist ein ca. 5-minütiges Instrumental vor dem Opus The Greatest Show on Earth vertreten. Ursprünglich war ein Text für das Instrumental geplant, bis Don Oakley meinte, dass dieser Song keinen Gesang benötige und seine Atmosphäre auch ohne entfalten könnte. Inspiriert wurde Holopainen hier vom berühmten Bild Afghan Girl, einem Titelbild einer National Geographic-Ausgabe. Der letzte Song, The Greatest Show on Earth, ist gleichzeitig der längste in der bisherigen Nightwish-Geschichte und vielleicht auch der ambitionierteste. In knapp 24 Minuten wird eine klangliche Reise durch verschiedene Epochen der Evolution angetreten. Oftmals sind atmosphärische Tier- und Naturgeräusche eingebaut. Die Band selbst kommt aber keineswegs zu kurz. Das Intro ist durch einen Pianolauf geprägt, Bissstreicher und Pauken Spannung aufbauen und Jansen tatsächlich für einige Momente im klassischen Stil singt. Die Melodielinien dieses Stücks wirken auf mich für ein Stück dieses Ausmaßes angemessen monumental. Im späteren Verlauf des Stückes allerdings werden für meinen Geschmack manche Melodien etwas zu dicht aneinander bzw. zu häufig wiederholt. Keineswegs sind aber weder dieses Stück noch andere des Albums handwerklich sowie produktionstechnisch in einem gewissen Sinne schlecht. Marco Hietala, wenn man böse sein möchte, wurde hier zum Background-Sänger degradiert. Bis auf kurze Momente, etwa in Weak Fantasy, hat er auf Endless Forms Most Beautiful kaum Leadparts. Ist vielmehr eine zusätzliche Gesanglinie, etwa im Refrain vieler Stücke, beispielsweise in Elan. Das klanglich sicherlich unscheinbarste Mitglied auf diesem Album ist allerdings Troy Don Oakley. Außer im keltisch-folkischen My Walden, das nach einer Fortsetzung von I Want My Tears Back klingt und ebenso viel Spaß machen kann, obwohl erstgenannter Song mich noch mehr mitreißen konnte, kommen seine Pipes und sein Einfluss auf diesem Album nur wenig zur Geltung. Aus gesundheitlichen Gründen konnte Drummer Jukka Nevalainen leider nicht an den Aufnahmen teilnehmen. Für ihn ist sein Freund und Schlagzeugtechniker Kai Hatto eingesprungen, unter anderem bekannt durch die Band Wintersun. Wie ich schon zu Beginn dieses Reviews sagte, es wäre vermessen, nach bereits einem oder zwei Hördurchgängen zu beurteilen, wie das Album wirkt. Es hebt sich durchaus stark von Imaginarium ab, tendiert für mich eher zu Werken wie Once oder Dark Passion Play mit leichten Versatzstücken aus der Anfangszeit Nightwishs um die Jahrtausendwende herum. Es hat, ohne das negativ zu meinen, nicht wirklich viel Neues zu bieten, wenn man von Jansen einmal absieht, aber das, was vorhanden ist, kann mich durchaus begeistern. Die Holländerin, die, wenn man der Band Glauben schenken darf, die erste Sängerin ist, die auch bei den Proben aktiv mitgewirkt hat, ist von ihren technischen Möglichkeiten für mich ein perfektes Bindeglied zwischen Turunen und Olsen. Also, empfehle ich Endless Forms Most Beautiful? Ganz klar ja. Das Album erscheint hierzulande am 27.03. Bestelllinks für verschiedene Versionen gibt's auch direkt in der Videobeschreibung und unten in den Kommentaren. Mit einem Kauf über einen der Links bekomme ich eine kleine Provision von Amazon gezahlt. Also, falls jemand diesen Kanal indirekt unterstützen möchte, würde ich mich sehr darüber freuen. Danke für die Aufmerksamkeit auf jeden Fall. Ich freue mich auch über Unterstützung in Form von Likes, Kommentaren, dem Teilen meiner Reviews oder Abonnierung dieses Kanals. So oder so, viel Spaß beim Hören wünscht Dave Durden Music.